Und was ist eigentlich mit? Es ist nur ein kleiner Halbsatz, aber der treibt mich schon eine ganze Weile um. Begegnen tut er mir ziemlich häufig, vornehmlich lese ich ihn auf Social Media Kanälen. Aber auch diverse Talkshow-Formate scheinen ohne ihn nicht auszukommen. Und auch im direkten Gespräch wird er mir immer mal wieder vor die Füße geknallt. Dieser eine kleine Halbsatz. Es erscheint mir, als würde er momentan so eine Art Comeback feiern. Und mit ihm der sogenannte Whataboutism. Es ist an der Zeit, dieses Phänomen genauer unter die Lupe zu nehmen. Vielleicht kennt ihr die Situation. Man ist in einer angeregten Unterhaltung, die sich zu einer knallharten Diskussion entwickelt. Soweit, so gut, alles cool. Und dann kommt das. Dein Gegenüber bedient sich eines rhetorischen Taschenspielertricks. Mit diesem kleinen und was ist eigentlich mit? Torpediert er oder sie die gesamte Debatte und geht am Ende als Siegerin daraus hervor. Und das ganz ohne auf den eigentlichen inhaltlichen Kern einzugehen. Whataboutism nennt man dieses geschickte Ablenkungsmanöver. Es leitet sich von der englischen Frage what about, also was ist eigentlich mit, ab. Ich gebe euch mal ein paar kleine Beispiele zur Verdeutlichung. Eine Person beklagt die Zunahme von Rechtsextremismus und rechtsextremistischer Gewalt. Die Erwiderung des Gegenübers lautet, und was ist eigentlich mit den ganzen Linken? Die werden doch auch immer gewaltbereiter. Als ob das irgendetwas an der Gefahr, die von Rechtsextremismus ausgeht, ändern würde. Oder aber ein anderer Klassiker. Eine feministische Debatte läuft, sagen wir zum Thema Pink Tags. Jemand schaltet sich ein, nur um all die Bereiche aufzuzählen, in denen seiner oder ihrer Meinung nach Männer benachteiligt würden. Das eigentliche Thema wird dabei nicht nur heruntergespielt und relativiert. Oft sind es in solchen Situationen keine expliziten Maskulinisten, die sich zu Wort melden. Nein, es sind Menschen, die sich vorher noch nie zu genau diesem Thema geäußert haben, dass sie hier nun mit dieser scheinbaren Dringlichkeit zur Ablenkung einstreuen. Das Perfide am Whataboutism, die scheinbaren Gegenargumente sind ja oft nicht per se falsch. Aber anstatt erst das eine und dann das andere Thema zu diskutieren, wird geschickt vom eigentlichen Kern des ursprünglichen Gespräches abgelenkt. Der oder die Whataboutistin stellt sich so moralisch über den oder die Gesprächspartnerin. Kritik am eigenen Fehlverhalten lenkt er oder sie mit dieser Taktik nebenbei auch noch ab. Am Ende steht bei mir dann oft Sprachlosigkeit. Denn Whataboutistinnen wollen ja gar nicht diskutieren und ins Gespräch kommen. Sie wollen einfach gewinnen. Und das tun sie häufig leider auch. Denn dieser Gesprächstaktik kann man im Grunde nur mit Schweigen begegnen. Mir ist das schon häufig so gegangen. Bereits als Kind habe ich oft den Spruch gehört, dass ich es mal gut sein lassen soll, weil es ja keinen Zweck habe. Das ist im Grunde ja auch nicht falsch, gerade in den eben skizzierten Situationen. Denn wenn ich gegen die sprichwörtlichen Wände renne, tue ich mir ja am Ende nur selber weh. Auf der anderen Seite wurde mein Schweigen oft auch schon als Schwäche gedeutet. So von wegen, na seht mal eine an, die hat ja wohl doch nicht recht. Am Ende bleibt ein Zwiespalt. Was soll ich tun? Den Mund halten und mich selbst schützen, dafür aber hinnehmen, dass das Thema zumindest erst einmal beendet ist? Oder doch weitermachen und gegenhalten? Aber wenn ja, wie genau? Was tut ihr denn in solchen Situationen? Wo ist euch schon Whataboutism begegnet und wie habt ihr reagiert? Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Hier gibt's übrigens ein ganz unterhaltsames Video zum Whataboutism. Und nicht vergessen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr kein Video vom Bodenpersonal mehr.